Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute schauen wir uns mal 35 Aufnahmen, oder sind es 35? Okay, warte mal. Also, ich will euch jetzt nicht anlügen. Wir gucken uns heute Aufnahmen an von Menschen mit unglaublichen Talenten. Wie das hier zum Beispiel. Und jetzt ist er wieder dran. Und keiner weiß, wie es geklappt hat. Schauen wir auf diesem Video, damit wir auch ein unglaubliches Talent haben. 3000 Likes, einfach glatt 3000 Likes. Komm Leute, auf geht's, yalla! Hey Leute, eigentlich hat ja jeder Mensch etwas, das er besonders gut kann. Bei den einen ist es ausgeprägter, bei den anderen eher weniger sichtbar. Und bei mir ist es absolut gar nichts. Es gibt aber auch Leute, die haben entweder von Natur aus oder durch viel Übung und Disziplin außergewöhnliche Talente. Ob herausragende Sportler, kreative Künstler oder Jungs und Mädels mit ganz verrückten Fähigkeiten. Wow. Heute zeigen wir euch 35 Menschen mit unfassbaren Talenten. Los geht's! Ja. Wenn ich da nicht Platz 1 bin, verdammt! Beginnen wir mit dieser Dame, die es doch tatsächlich schafft, unter einem Auto herzulaufen und das ganz ohne ihre Arme dabei zu benutzen. Das ist wohl Limbo auf einem ganz neuen Level. Oh mein Gott! Chill! Krank! Geisteskrankes Talent. Geisteskrankes Talent. Geisteskrank. Bro! Viele versagen ja schon beim bloßen Versuch, ein Kartenspiel normal zu mischen. Dieser Typ hat das Ganze allerdings zu seinem Hobby gemacht und kann die wildesten Dinge mit Karten anstellen. Ziemlich krass, oder? Mhm. Okay, das ist heftig. Bro. Ich will, dass ihr kurz alle ehrlich seid, ich kann nicht mal diese Karten richtig mischen. Könnt ihr das oder nicht? Ich möchte, dass ihr ehrlich seid und jetzt in die Kommentare schreibt. Könnt ihr das oder nicht? Seid ehrlich zu mir. Lügt mich nicht an! Diese junge Turnerin verbindet ihre Akrobatik-Skills gleich mal mit einem Ball. Auf diese Art und Weise Liegestütze zu machen, schaffen wahrscheinlich nur die wenigsten von uns. Was? Dass Daniel Radcliffe ein begnadeter Schauspieler ist, dürfte spätestens seit Harry Potter allen klar sein. Aber wusstet ihr auch, dass noch ein ganz anderes Talent in ihm schlummert? In der US-amerikanischen Tonight Show präsentierte er seine Rap-Künste und die können sich definitiv hören lassen. Artificial amateurs aren't at all amazing. Analytically, I assault animate things. Broken barriers bound in by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding. Backflips sind unter Sportlern. Bro, das war bis jetzt das wackste Talent, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Sorry an Harry Potter, aber falls ihr nicht so wack sein sollt wie Harry Potter, sondern noch wacker, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn wir alle haben kein Talent hier. Und dann seid ihr nicht mehr alleine. Schlechteste Promo jemals für einen Kanal. Eine beliebte Aber lass da, oder wenn ihr neu seid. Dieses Mädchens ist es allerdings, das Ganze noch mit einem großen Gymnastikball zu verknüpfen. Nicht schlecht. Krank, Bro. Geisteskrank. Das, was er hier macht, sieht irgendwie echt spaßig aus. Ist aber gar nicht mal so einfach, denn hier ist ein ganz besonderer Gleichgewichtssinn gefragt. Was? Das sieht nach so viel Spaß aus, Junge. So Leute, vergesst jetzt mal euer Skateboard. Dieser Typ zeigt, wie man mit anderen Gegenständen coole Tricks hinlegen kann. Hä? Und ja, wenn man viele Tage auf dem Bau verbracht hat, klappt das scheinbar auch mit einem Spaten. Und der Typ eben scheint nicht der Einzige zu sein, der auf den Geschmack gekommen ist, das Skateboard durch Gartengeräte zu ersetzen. Auch diese Jungs zeigen, wie es wunderbar mit einer Tonne oder Omas alter Schubkarre funktioniert. Nicht schlecht, den Schauspieler Terry Crews müssten die meisten von euch von White Chicks oder Brooklyn Nine-Nine kennen. In der US-amerikanischen Tonight Show enthüllte er jedoch ein ganz anderes Talent. Lol. Früher war er nämlich leidenschaftlicher Breakdancer gewesen und ein paar Moves sitzen Krass. Sogar heute noch. Krass. Damit in das wöchentliche Stammtischtreffen auf der Bowlingbahn mal wieder etwas frischer Wind reinkommt, hat sich dieser Typ... Wieso, was ist das für ein Talent? Wieso, okay, gut, du kannst Bowling spielen. Wieso um alles in der Welt tust du nebenbei einen Hula-Hoop machen? Das ist doch... Wer kommt auf so eine Idee, das Talent auszuprobieren. Verdammt nochmal, was ein Typ! Ein ganz besonderes Upgrade überlegt. Bro, es ist eine Mission, Alles, ey. Was Tom Thun reicht, um an die Grenzen der menschlichen Stimme zu gehen und unfassbare Sounds zu kreieren, ist ein Mikrofon. Okay. Der Beatboxer hat ein ziemlich großes Repertoire, was seine Stimmkunst angeht. Von Michael Jackson bis hin zu einer ganzen Jazzband ist tatsächlich alles dabei. Boah. Das ist nur seine Stimme. Nichts anderes. Nur seine Stimme.
Krank. Wo steht eigentlich geschrieben, dass Inliner an die Füße gehören? Bei ihm hier klappt es auch ziemlich gut, wenn diese an den Händen sitzen. Im Handstand fährt er so um die Hindernisse. Ach ja, und Rampen sind im Übrigen auch kein Problem. Ne Rampen mit Händen. Die Tonight Show scheint in Amerika wirklich prädestiniert dafür zu sein, um versteckte Talente aus großen Hollywood-Stars zu kitzeln. Auch Cara Delevingne hat davon einige zu bieten. Bei ihrem Auftritt zeigt sie plötzlich ihre krassesten Beatboxing-Skills. Doch nicht nur das, sie kann sogar hinter ihrem Kopf Gitarre spielen, wofür auch immer das gut sein soll. Wieso? Wieso spielt. Also, das sind. Ich check's nicht, ne? Wie kommt man da drauf? Wann findest du sowas raus? Oh my god, that's how you do it right there! Cara Delevingne, everybody! Carnival Row is streaming now! Wie findest du raus, dass du hinter deinem Kopf Gitarre spielen kannst? I don't get it. Ich check's nicht. Bro, ich kann nicht mal das 1x1 ohne einen Fehler zu machen. Dass Hula Hoop jetzt wieder voll im Trend ist, scheint auch an ihm nicht ganz vorbeigegangen zu sein. Ich meine, er hatte zwar keinen passenden Reifen zu Hause, im Improvisieren scheint er dennoch ziemlich gut zu sein. Was machen 36-jährige Englischdozenten in ihrer Freizeit noch so? Richtig, sie gehen in die Show Britain's Got Talent und trennen dort mit verbundenen Augen Gurken aus dem Mund ihres Kollegen durch. Was? No sexual, no homo? Was? Wieso? Wieso? Das ist doch... Gutes Equipment muss nicht immer teuer sein und zum Wellenreiten braucht es scheinbar auch nicht immer zwingend ein Surfbrett. Ein Tisch tut es da fast genauso gut. Mit Tisch surfen habe ich auch noch nie gesehen. Zur Feier seines ersten Meistertitels hat Kevin Prince Boateng bei Milans Meistergala die Show seines Lebens geboten und dabei ungeahnte Talente offenbart. Ist das Boateng? Vor 80.000 Zuschauern tanzte er im Michael Jackson-Kostüm den Moonwalk und heizte alle so richtig ein. Lol, what? Das wusste ich auch nicht. Diesem Jungen hier war das Tischtennisspielen auf die Dauer anscheinend zu langweilig. Also was tun? Na ganz klar, man überlegt sich einfach ständig neue spannende Trickshots, die man mit krank. Tischtennis kombinieren krank. Kann. Einfach nur krank. Wer gegen krank. Diese beiden Mädels Verstecken spielt, wird garantiert verlieren. Die können ihren Körper nämlich so verbiegen, dass sie zu zweit in die kleinsten Verstecke reinpassen würden. Bruder. Oh mein Gott, das ist ja unmenschlich. Da hast du nie wieder Probleme mit dem Urlaub, Alter. Da fliegst du einfach, buchst einfach nur einmal so Gepäck. Alle rein, da setz dich rein. Jasmin, Sabrina, rein mit euch. Einmal klein machen und du zahlst nur für eine Person. Easy. Easy Geld sparen. Ganz locker flockig. Bro, gestört. Steve Harvey hatte in seiner eigenen Show schon so manche Talente auf der Couch sitzen. Doch kaum einer hinterließ so ein Staunen bei dem Moderator, wie es der 5-jährige Louis tat. Während andere Kinder in seinem Alter häufig noch nicht mal wissen, wie man 2 Zahlen addiert, ist der kleine Louis ein wahres Mathe-Genie. Was kann Louis? 192 384 768 1536 3072. Hä? Und ja, Leute, auch er hier kann mitsprechen, wenn es darum geht, seinen Körper bestens unter Kontrolle zu haben. Aha. Ohne auch nur für eine Sekunde den Boden zu berühren, kann er unter kleinen Stuhl drunter herklettern. Probiert es gerne mal zu Hause aus, aber bitte verletzt euch nicht. Bro, wie kann er durch den Stuhl klettern, aber den Boden nicht berühren? Wie? How? Bro. Dass Jessie J's Talent im Singen liegt, ist wahrscheinlich jedem klar. Aber das Ganze hat sie sogar so gut drauf, dass sie selbst mit geschlossenem Mund singen kann und man tatsächlich ziemlich klar versteht, was sie da gerade sagt. Lol, das ist schon echt krank. Es gibt aber auch Talente, die man nicht einfach so lernen kann. In diesem Video, das schon vor Jahren viral ging, sieht man ein Mädchen, das mit ihren Augenbrauen tanzen kann. Na, ich glaube, da war das Talent von dem Jungen eben mit der Gitarre irgendwie ein bisschen sinnvoller. Also auch crazy, ne? Das auch. Bruder, ich kann... Ja, also, Alter, geht genau gleich. Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren, nicht vergessen. Das waren unglaubliche Talente. Und jetzt habt ihr auch ein Talent, weil ihr habt diesen Kanal abonniert. Und ihr habt bis hierhin geschaut. Das ist ein Talent. Marki-Video bis zum Schluss geguckt.
Und jetzt muss ich euch rauswerfen. Wir machen zu, die letzte Runde.